Und damit nochmal frischen Mutes und mit neuer Energie hoch die Kaffeetassen zu mehr Deus Ex. So, mit ein bisschen Abstand von der Bank hoffe ich mal, komme ich auch wieder einigermaßen zum Denken. Weiß zwar nicht, was ich mir darunter vorstelle, aber ich will mal gucken. Ich will zumindest noch einen Blick hier reinwerfen. Ich sehe schon Kameras. Das könnte also unschön werden. Ich weiß nicht, ob wir da schon rein können. Aber vielleicht den Datenspeicher zuerst. Anomaly detected. Trace program initiated. Ich weiß nicht, warum der direkt so abgegangen ist wie so ein Zäpfchen. Access granted. Ja, das sieht doch echt geil aus. Super. Wahnsinn, lass mal auf die Map gucken. Kamera, Kamera, irgendwie noch ein Alarm. Hier eine Leiter, hier eine Leiter. Oh ja, super. Mega gut sieht das aus. Mega gut. Ich sehe auch gerade nicht ganz, wie das funktionieren soll. Also selbst mit Aufladen jetzt und allem. Vielleicht nicht richtig unsichtbar gemacht, in Anführungszeichen, bevor der hier reingestürmt ist. Das heißt, er hat uns vermutlich sehen können in dem Moment, wo wir uns hier in den Stealth begeben haben. Nee, den wollte ich eigentlich nicht. Ah, eine Toilette. Endlich eine Toilette. Wie lange sucht man in dem Spiel eigentlich Toiletten? Aber geil ist das auch nicht. Ist jetzt halt so die Frage, ob sich das... Gehen mal hier rein. Kannst du bitte die... Also wenn man auf Toilette geht, macht man wenigstens die Tür zu. Und benutzt den Handtrockner. Also das auf jeden Fall mal. Oh, nice. Ich habe ein bisschen auf sowas gehofft, muss ich sagen. Das ist ja oftmals der Fall bei Toiletten. Oh, aber da sind auch nochmal zwei drin, ha? Huh? Überwachungsrass. Hi. Ocean. Da ist aber eine Tür. Und da sind aber zwei Leute drin. Ah. Ich kann die... Da, das ist jetzt wahrscheinlich Hardcore, ne? Das ist wahrscheinlich Hardcore. Kann die nicht... Wahrscheinlich nicht, ne? Der andere, der merkt das doch. Sag mir bitte nicht, dass er das nicht merkt, ihr Dullis. Ist das jetzt euer Ernst? Mhm. Den da drüben will ich mal noch nicht abschießen, auch wenn ich es auf die Entfernung wahrscheinlich machen könnte. Weil wenn der in den Kameras liegen bleibt, im Sichtfeld davon, dann ist natürlich auch nicht so geil. Aber die zwei sind halt auf jeden Fall mal weg. Ist halt extremst die Frage, was uns das überhaupt gebracht hat. Leise! Leise ist so ein... Boah, komm. Jetzt hier die ganzen Lüftungsschächte. Eigentlich, genau, eigentlich wollte ich zu Vince Black, weißt du? Da ist auch nochmal ein Lüftungsschacht. Ah, was ist das hier alles? Egal. Ich muss es mir angucken. Ich kann einfach nicht anders, wenn...
Wenn das so läuft, dann muss ich gucken. Ja, cool, da kann ich halt auch rein, das ist klar, aber... Hä? Und irgendwo hier unten steht er jetzt, ne? Ich sehe dich doch! Ah ne, da steht so oder so einer noch hier unten, oh. Und der, der hier drüben läuft. Und irgendwo hier hinten dran steht noch mal einer. Komme ich hier irgendwie rein? Ich meine, der hier ist unlocked. Credit Chip, ich muss niesen. Hat aber auch ordentlich die Maus eben gerade geruckelt. Es tut mir sorry. Der hier schläft auf seinem Rechner? Ich sehe halt aber nicht. Wobei, wenn ich hier das aktiviert bekomme, kann ich da ganz chillig alles Mögliche machen, ohne dass das jemand sieht. Weißt du, ich müsste halt irgendwann zwischendurch auch mal lernen, wie man sein Inventar leert. Dann wäre das nicht immer so ein Problem. Biozelle? Boah. Weißt du, ich kann halt nichts aufnehmen. Großartig, weil Inventar und so. Die berüchtigte Inventarkrankheit, das ist echt schlimm. Credit Chip. So, jetzt lass mal gucken, was können wir hier machen. Da können wir mal dran gehen. Ich würde gerne die Kameras ausschalten. Weil dann ist das halt hier drinnen mal absolut kein... Ach, das ist die Sicherheits... Nee, nee, die lassen wir mal lieber geschlossen. Schalten alles aus. Wunderbar. Den Dullis fällt das wahrscheinlich überhaupt nicht auf. Und dann haben wir hier auch überhaupt kein Problem. Ich weiß, ich wollte eigentlich in die Wohnung von Vince Black, aber ich habe jetzt auch die Bank nochmal durchgeguckt, in der Hoffnung, dass dann da auch wirklich alles geklärt ist. Ich habe jetzt partout nichts mehr in dieser Bank gefunden, was ich irgendwie auf den Kopf stellen kann. Ich habe das komplette Ding zusammengekloppt. Hm? Was ich aber nicht gesehen habe, war der Tresor von Tai Yong und ich denke mal, dass das Hinweis genug ist, dass das dann vielleicht später raus eine Sache wird. Weil 0% können wir halt einfach mitnehmen, das ist geschenkt. Es gefällt mir halt nicht, die mit ihrem ganzen Rumgestöhne und Gemache und Geräuspere und was auch immer. Will ich da noch irgendwas mitnehmen? Weißt du, die Chance, dass es entdeckt wird, ist halt groß, aber irgendwie denke ich mir... Anomaly detected. Trace program initiated. Ja, jetzt haben wir alles. Access granted. Wunderbar. Ich kann halt nichts lesen mit dem Dulli hier vorne dran. Wir haben Code, ich weiß aber nicht für was. Kann ich jetzt was sehen? Nö, kann ich nicht. Geil. Dann müssen wir uns das Ganze hier nochmal angucken. Oh mein Gott, ist das geil. Versetzungsmöglichkeiten, Tavos Security. Palisade expandiert, will mindestens 3 weitere Filialen in der Tschechischen Republik eröffnen. Wartungsraum für dich zur Inspizierung übrig gelassen. Ich weiß doch, wie sehr du den Geruch von Abwasser liebst. Ach ja, wer so Freunde hat, der braucht echt keine Feinde mehr. Sicherheitsgrundlagen, die VIP-Tresore. Für jene beiden Räume eine Zugangskarte. Gut, das haben wir eigentlich gemacht. A und B waren das. Ja, VIP-Räume A und B. Das hatten wir da schon. Okay. Da gibt's demnach nichts mehr. Painkiller. Gib's sie her. Jetzt ist halt die Frage.
ist er denn? Hier ist er. Ich weiß, es tut weh, Junge, aber du musst jetzt ganz stark sein. Die Kameras sind alle ausgeschaltet. Das ist jetzt... Weißt du, ist halt typisch ich jetzt wieder. Wie ich bei dem Versuch, eine Wache irgendwie wohin zu schmuggeln, wo sie keiner sieht, den Alarm vom Auto auslösen muss. Oh Mann. Das ist eigentlich wieder das hier, 6745. Ist da noch einer irgendwo? Da war doch noch einer. Aber der scheint in einem anderen Bereich gewesen zu sein. Oh wow, hier kann man auch rein, aber ich sehe gerade nicht... Ich sehe gerade nicht, wie das gehen soll. Da kann ich es halt ausschalten, aber boah. Aber es sieht aus, als käme ich von der anderen Seite rein. Ja, ja. Ich denke, ich komme von der anderen Seite rein, schalte das Ding dann aus und kann dann hier quasi wieder zurück oder so. Jetzt bloß nicht an irgend so ein dummes Auto rennen. Da ist nichts mehr. Da sind wir rausgekommen. Die Autos, die Autos. Da ist auch nichts. Da oben waren wir. Ja, vielleicht mal hier noch reingucken dann. Nee, Toilette haben wir schon, Adam. Adam, so alt bist du noch nicht, dass das hier notwendig wird. Alternativ kauf dir eine Windel. Geruch von Abwasser. Ich gehe mal davon aus, ja. Das geht weiter runter. Also so krass mich das geschockt hat mit der Bank nochmal, was da alles war. Ja, ja, da haben sie nochmal, guck mal, Nachschubmüsli. Dass da so viel nochmal übrig waren, was da noch alles war. Hat trotzdem Spaß gemacht. Und auch gerade das hier jetzt nochmal, dass man wirklich so viel entdecken kann. Ich meine, klar, impliziert es dann manchmal, dass man sich vielleicht dran stellt. Weil hier alles unter Wasser steht und das nicht zu knapp. Ja, okay. Ich komme gerade nicht klar. Wo sind wir hier? Jetzt. Jetzt sind wir wieder bei irgendwem im Keller. The fuck, the fuck. Okay, ich will wissen, wo ich hier rauskomme. Auch wenn's weh tut. Public Restrooms. Na, schnell nochmal noch die Toilette benutzt. Ach ja. Da führt von dem hier ein Gang zur Palisadebank. Guck mal einer an. Also über x Ecken, ne? Aber immer noch. Immer noch üble Sache. Hier können wir auch nochmal lang. Was macht das denn? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja, okay. Das war das. Boah, und wo kommen wir jetzt hier raus, bitte? Weil was zum... Das ist das, was mich immer so schockt. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Das... So sehr mir manche Sachen hier im Spiel auf die Nerven gehen, ich habe manchmal zum Beispiel das Gefühl, dass der Marker ein bisschen umswitcht, was bei HR absolut nicht so das Problem war. Aber hier muss ich sagen, diese ganzen... Danke, Trommelfelle. Diese ganzen alternativen Möglichkeiten und random Wege, die alles irgendwo verknüpfen. Das hast du halt so krass, kenne ich das nicht. Aus HR. Von Max an Milo. Hey Milo, die Jungs von den Stadtwerken haben das Gasleck geflickt. Ja, da ist ein L mit drin. Und ich bin gerade mit der Wand fertig geworden. Allerdings sollten wir noch prüfen, ob die Elektrik was abgekriegt hat. Checkst du bitte die Kabel in Serverraum B. Okay. Ah, geh vor der Serverraum B.
Dann hätten wir wahrscheinlich hier jetzt auch nochmal einen Code bekommen für in die Banken. Tupalisade Bank. Dass man das hier sogar auch noch. Oh, das geht schon. Ja, ja. Dass man das hier sogar noch dran schreibt. Oh, ich sehe hier so einen. Ich sehe direkt. Ja. Ich werde den mir direkt aktivieren. In der Hoffnung, dass das reicht. Oder vielleicht gibt es irgendwo noch einen zweiten. Ja, weißt du, dass man das hier schon dran schreibt? Hier zur Palisadebank. Mit dem Elektronikzeichen noch, ne? Oh, ist das jetzt echt so, dass man durch den Untergrund in die Bank kommt, ey? Das ist doch Hirnfick, ist das? Ja, hier nur Scheiß. Was? Okay, da ist eine. Ja, da ist ein Gitter. Wollte gerade sagen, das wird sehr dunkel. Ich sehe nichts. Aber hier kann ich vermutlich einfach. Wo? Ja. Hier ist nichts mehr. Die Wand ist auch normal. Was ist hier? Oh. Oh. Er hat auch nichts mehr. Oha. Ist die Frage. Also, das sieht aus wie halt echt ganz normale Kanalisation. Und da konnten Leute einfach von hier zur Palisade kommen. Willst du mich verarschen? Da oben ist auch nichts mehr. Das ist echt einfach Kanalisation. Und hier? Tatsache. Da sind wir einfach komplett wieder in der Palisade drin. Und zwar da, wo die Serverräume sind. Alter Schwede. Ach, und hier war ich dann auch schon. Mhm. Ja, ja, hier war ich dann auch schon. Hab den Typ, glaube ich, sogar dann auch schon gesehen. Weil die Wand war ja offen. Und konnte aber hier nur nichts machen, weil alles grün war. Und ich hatte den Rebreather noch nicht und das Ding hier nicht gesehen. Ach du Kacke, wie geil ist das denn? Ja, okay, vielleicht schaffen wir es noch zu Vince Black, ne? Aber das war schon wieder geil, also. Ist schon cool, was da in einem Spiel alles noch wartet und dass man das jetzt halt einfach komplett hier komplett nochmal alles abschalten und abgrasen und sonst was kann. Also da ist im Prinzip nichts sicher. So, aber jetzt wollen wir mal gucken, was mit Vince los ist. Also wahrscheinlich kommt das hier auch online, bevor der Special Part mit der Bank kommt, weil das ist wirklich sehr lang geworden. Ich habe stellenweise wirklich ein bisschen rumprobiert, habe mich dann auch dran gestellt, klar und so weiter und so weiter. Also da war einiges, was ich mir in der Bank nochmal angeguckt habe. Von daher, das ist, ja, wird wahrscheinlich eh keiner gucken, würde jetzt eh nicht wirklich viele interessieren, aber ich muss es mir trotzdem angucken. Da geht es auch nochmal rein. Da ist aber Gas. Cleaning Supply. Ich kann aber hier nicht rein, ne? Also, das wäre ja schön blöd, wenn ich das könnte. Aber hier ist das Ding. Was ist denn da los? Sollte ich da nicht genau hier reinkommen, ne? Ich sehe hier aber nichts, wo ich das abstellen kann. Nee, ich finde jetzt nichts und ich finde auch nichts, was ich hier drin machen kann erstmal. Aber falls da was ist, können wir uns das ja auf alle Fälle merken. Aber Vince, was hast du gemacht? Wie tief steckst du in der Scheiße drin? Und absichtlich oder unabsichtlich? Naja. Ah, jetzt switcht er wieder irgendwie sonst wohin, ne? Das, ein bisschen ist es nervig. Also klar, das macht schon Sinn, weil da halt nun mal nicht Ende Gelände ist. Hier rein? Hm.
aber da waren wir doch schon mal. Da. Ja, da oben fällt jetzt wieder 100-mal Zeug durcheinander. Ja, aber wir waren doch hier. Tamara, I found Vince. Fuck. You were right to have a bad feeling. What are you saying, Adam? Is he... Yeah. He should have been pulled months ago. It's all over his profile. Vince lost his edge. A person tries to be two things at once, sometimes he ends up not being either of them. He becomes lost. I'll take your word for it. I'm gonna let you be the one to break this to Miller. Right. Of course. Be careful out there, Adam. Da, scheiße. Ja, und da oben fallen jetzt immer noch die Sachen durcheinander. Ah, wie fies ist das denn, Vince? Vince, warum? Ja, der hat dann hier natürlich gehaust, während er das alles undercover gemacht hat. Ah, guckt's euch an. Und dann ist es natürlich nicht gut für ihn ausgegangen. Scheiße. Ah, sie haben ihm sogar eine tote Ratte in den Mund gestopft. Ihr Schweine, ey. So viel Blut auch, wie das ist, mit dem Hammer in den Kopf eingeschlagen. Alter, was für brutale Schweine. Ein Stöckelschuh? Kann ich den mitnehmen? Ist das... Ja, ja. Ich hab nämlich gedacht, ist schon komisch, dass da ein Schuh bei ihm rumliegt. Vince Black war ein Doppelagent und führte ein Doppelleben. Ich weiß nicht genau, wie und warum er getötet wurde. Und langsam glaube ich, das wird auch so bleiben. Aber wir haben als Story-Objekt diesen Stöckelschuh. Also wer weiß, ob da später irgendwann noch was mit wird. Ob der Schuh einem vielleicht trotzdem noch mal einen Hinweis gibt darauf. Wer es war, ich... Eine Vermutung wäre jetzt einfach, dass das die Olle war. Dass das ihr Schuh ist. Dass die vielleicht angebändelt haben oder wie auch immer. Oder er versucht hat, mit ihr anzubändeln, um an den anderen dran zu kommen. Dann aber doch nicht. Oder... Ich weiß nicht, was sie da getrieben haben. Und dann im Endeffekt sie gedacht hat, okay, dann lasse ich dich jetzt einfach ins offene Messer laufen. Wir ihr jetzt natürlich das Zugticket gekauft haben und die Olle jetzt weg ist. Oh Mann. Dafür, dass wir hier schon waren, haben wir auch wieder einiges verpasst, ey. Von Vince an weiß ich nicht. Wahrscheinlich sich selber einfach. Psychologin. Code für den Safe geändert. Naja, gut, wir hatten das gleiche Gefühl am Anfang, das ist klar. Wir mochten die auch nicht, aber... Ist das... Da liegt auch noch was. Noch ein PDA, danke. Von Roman. Wiedersehen, Vince. Vince Black ist also Xanoborg. Und Xanoborg ist Vince Black. Wie lange dachtest du, kannst du zwei Leben führen, ohne dass ich es herausfinde? Und wenn du es ihr nicht erzählt hättest, hättest du uns vermutlich noch länger verarscht. Sie ist ziemlich gut, was? Sie weiß, wie sich ein Mann sicher fühlt oder geliebt. Wenn du das hier liest, richtet Vlaster gerade eine Waffe auf dich. Ich habe ihn gebeten, dir etwas zu geben, bevor er abdrückt. Sie hat gesagt, das Ding mochtest du am liebsten. Mhm. Ja, und da haben wir auch die Theorie direkt bestätigt, ja. Das ist so Sachen, das kann das Spiel. Ich hatte echt ein mieses Gefühl bei der Tussi. Aber ich dachte mir, komm, wir müssen ihr irgendwie diese Karte geben, damit wir zu Vince Black kommen. Ja, und sie war's, die ihn verpfiffen hat. Die ihn um den Finger gewickelt hat, so lang, bis er ihr erzählt hat, was er treibt. Und dann hat sie ihn ins offene Messer rennen lassen. Oh. Dieses Biest von einer Frau. Ich würde dir am liebsten einen Stöckelschuh nehmen und einmal schön in die Fresse. Mann, 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 aber echt gut gemacht. Echt gut gemacht. Boah, und ich glaube, damit haben wir aber dann die Nebenquest, ne? Ja, jetzt haben wir nur noch helles Paket. SM06 und die Hauptmission. Und das mit Serif, das wird irgendwann nochmal weitergeführt. Okay, wir gehen zumindest mal hin. Wir gehen zumindest mal dahin.
Boah, ja, das war jetzt... Ich habe vielleicht gedacht, naja, vielleicht kommt noch irgendwas, dass der vielleicht wirklich eine tiefer drin steckt, als er eigentlich sollte. Und dann vielleicht man nochmal mit ihm reden muss oder irgendwie was. Das hätte jetzt auch sein können, aber... Ja, Spiel sagt sich nö. Wir nehmen natürlich die unschönere Variante. Ach, Vince. Es kommt davon, wenn man den falschen Frauen vertraut. Fies. Fies, fies, fies. Aber saugut gemacht. Saugut gemacht vom Spiel. Ich feiere das gerade sowas von... Boah, heftig. Heftigst gut. Ja, das bringt mich natürlich auch noch auf einen Kommentar von Kai, von wegen, naja, jetzt überleg mal, warum die wollte, dass du Dominik in der anderen Mission so rausträgst. Ne? Das ist nämlich auch so eine Sache. Warum kidnappt man dann den Sohn von dieser Tussi? Also da läuft halt auch nicht alles so richtig, wie es laufen sollte. Aber das ist halt das, du kannst dir in dem Spiel vielleicht so Gedanken machen, was sein kann, aber... Irgendwie hat eigentlich fast jeder Dreck am Stecken und das ist... Du weißt vorher nicht so richtig, was dich erwartet und das ist einfach geil gemacht. Boah, diese leichte Kirchenmusik jetzt auch im Hintergrund, oh. Jetzt auch wieder keine Ahnung, was es mit Helles Paket auf sich hat, ne? Ich habe so Theorien und Thesen und so, aber... Irgendwie da in einem Büro. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Ah ja, stimmt. Wir waren in diesem Touristikbüro. Wo sind wir da hingekommen nochmal? Hier ja nicht, ne? Hier sind wir ja einfach nur... Ja, einmal hier rum. Ja, da müssen wir hier rein. Okay. Sehe ich ein. Was ich nicht einsehe, ist, dass da plötzlich Leute sind. Nice. Okay, also ich vermute, weil es ja auch hier ist, wo wir Janus treffen müssen. Ja. Der wartet nämlich in dem verlassenen Touristikzentrum. Das heißt, beide Dinge stecken hier zusammen. Und ich will jetzt nicht das noch anfangen, wenn das, denke ich mal, was Großes wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Natürlich, geilerweise ist das Paket hier im Hauptraum, der bewacht ist. Okay, ich bin saumäßig gespannt, was es mit Helles Paket noch auf sich hat. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich freue mich.